Hi, mein Name ist Alexander Lorenz und ich bin DJ, spezialisiert auf Hochzeiten. Im folgenden Video geht es darum, wie man eine Tanzfläche leer spielt und wie man es vermeiden kann, eine Tanzfläche leer zu spielen. Der erste Punkt ist, Musik ist Energie. Und wenn ich einen energiegeladenen Song spiele und daraufhin irgendwas, was nicht so fett ist, dann ist die Chance immer groß, dass die Leute abhauen. Das heißt, wenn ich einen ultrafetten Hip-Hop-Tune spiele und darauf irgendwas aus den 70ern, kann das schnell passieren, dass die Tanzfläche leer ist, weil der Track aus den 70er Jahren nicht so fett produziert ist wie Macklemore, wie Drake, wie keine Ahnung was. Bedeutet, wenn ich irgendwas, sei es Macklemore, Thrift Shop, spiele, dann muss ich danach, wenn ich einen 70er-Song spielen will in der Hochzeit, muss ich das ab und zu, beziehungsweise ich habe wieder Bock drauf, diesen Song wirklich lauter machen, mehr Bass rein, zumindest am Anfang, damit der genauso fett kommt wie Macklemore. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich Lautstärke als Waffe benutze, um die Tanzfläche vollzuhalten. Mache ich gar nicht. Es geht lediglich darum, dass Thrift Shop einfach viel, viel fetter klingt, viel, viel lauter produziert wurde. Wenn ich daraufhin Jackson 5 spiele, der Song ist dünner. Das heißt, ich muss ihn lauter machen. Ich gleiche lediglich die Lautstärke an. Wenn ich merke, es ist zu laut, gehe ich dann nach 4 Takten, nach 8 Takten ganz langsam, ohne dass es wirklich hörbar ist, nach unten. Und zumindest ist es auch wieder angenehm. Der zweite wichtige Punkt, warum Tanzflächen geleert werden, ist der, man macht ja eigentlich keine Tanzfläche mit 30, 40, 50 Leuten auf einer Hochzeit leer. Das, wenn man das macht, sollte man sich Gedanken machen, warum man diesen Job macht. Es ist ja oft so, dass nur 5, 8 Leute auf der Tanzfläche sind und zack, dann sind die auch nur weg und dann stehst du da als DJ. Da ist der häufigste Fehler der, dass man nicht versucht, die Leute, die auf der Tanzfläche sind, glücklich zu machen, sondern man versucht, die Leute, die sitzen, glücklich zu machen. Das heißt, ich habe junge Leute auf der Tanzfläche, spiele Charts, schau rum und sehe lauter Ältere und denke mir, oh, die müssten jetzt mal kommen und hau dann einen 60er-Jahre-Track rein. Das heißt, die Leute, die da sind, haben keinen Bock mehr drauf, also die Leute, die tanzen, haben keinen Bock mehr drauf zu tanzen, aber die Älteren sehen eine leere Tanzfläche, dass sie da abhaut und kommen dann auch nicht. Bedeutet, mach die Leute auf der Tanzfläche glücklich und dann kommen meist auch die, die außen sitzen. So, vielen Dank. Das war die erste Folge meiner DJ Mindset Serie. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und besucht mal meine Homepage www.alexanderlorenz-music.com. Danke, bis zum nächsten Mal.